Ja, es ist so eine Frage, in welche Richtung gehen wir? Auf jeden Fall Einzelstamm, das ist klar, habe ich ja noch nicht. Aber moose ich den hier ab, lasse ich den da so dran, kommt der jetzt noch irgendwie in so einen Teichtopf? Fragen befragen. Und damit Glück auf, Bonsai-Kumpels, und schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem weiteren Bonsai-Vlog. Ja, was habe ich hier? Hat die Überschrift wahrscheinlich schon verraten. Asa palmatum caturra. Und zwar heißt der jetzt so die Videoserie von wahrscheinlich sehr vielen Bäumen. Vorbereitung eines Asa palmatum caturra zu einem Bonsai. Und zwar meine ich damit was? Alle Bäume, die so grundsätzlich noch nicht im Teichtopf sind oder nicht da reingehen, die will ich jetzt erstmal damit abarbeiten, dass wir mal wieder eine meiner vielen Abmoosungen machen. Ich könnte den jetzt natürlich in den Teichtopf packen, könnte den hier rausholen, könnte das Nebari bestauen. Wie jetzt zum Beispiel, ich hatte ja meiner Freundin ein paar umgetopft, die hatte ich nicht abgemoost. Das Video kann ich hier oben mal Happy Valentine oder Happy Bonsai Time oder keine Ahnung. Das kann ich ja mal verlinken. Da hat man gesehen, dass die anderen Pflanzen, die ich im Bonsai Center bei meinem Mega Hole gekauft hatte, alle unten eine recht gute Wurzelentwicklung hatten. Auch ziemlich zum größten Teil kreisförmig, also komplett umlaufend um den Stamm. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass mir das gar nicht mal so gefallen hat. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber den jetzt hier rauszuziehen, zu gucken, gefällt mir nicht. Den dann hier reinzusetzen, also umzusetzen, nicht umzutopfen, also keinen Wurzelrückschnitt zu machen und das Nebari, was ich auch oben habe, so erstmal anzunehmen, wäre jetzt vertane Arbeit meiner Meinung nach. Und zwar ist für mich der erste Weg zu einem richtigen Bonsai immer mittlerweile, nach den jahrelangen Erfahrungen eines Anfängers, den abzumoosen, um sofort das Augenmerk erstmal auf eine vernünftige Nebari-Gestaltung zu legen. Das Wichtigste, was wir bei Bonsai gelernt haben, ist immer Fokus aufs Nebari. Hier oben Äste, Strukturen, sowas können wir nachher alles wunderbar formen und gestalten und die meisten, gerade Laubbäume, sehr austriebsfreudig und können uns Äste dahin zaubern, wo wir sie haben wollen. Aber im Nachhinein nochmal auf diesen Nebari einzuwirken, das gestaltet sich schon eher als schwer. Da gibt es ja diese Möglichkeit mit Anritzen, so dass sich dann da unten Kalus bildet und hoffentlich nochmal eine Wurzel rauskommt, also betone ich es auf hoffentlich. Oder vielleicht Abmoosung machen und dann wieder Jungpflanzen zu generieren und die dann nachher unten mit V-Schnitten anzuplatten, sozusagen. Oder anzupropfen, an Platten heißt es dann ja in dem Zusammenhang. Ja, ist hier nicht mein Fokus. Den werde ich sofort einmal abmoosen. Deshalb bleibt er auch jetzt hier drin. Ich werde hier ein bisschen Gehölzrückschnitt machen. Das werden wir gleich zusammen machen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran. Dann machen wir ein bisschen Gehölzrückschnitt. Und das mit der Abmoosung machen wir, sobald der so einmal ordentlich im Erstaustrieb ist und die ersten Blätter so richtig etabliert hat. Also wenn ich so denke, dass der optimale Zeitpunkt für eine Abmoosung ist. Und da ich Cazorra auch noch nie abgemoost habe, weil es gibt ja noch meinen Hauptcazorra sozusagen, den Doppelstamm, den ich ja nie abgemoost habe und auch nie was habe wachsen lassen, was sich da abmoosen lässt sozusagen, ist es auch gleichzeitig der Versuch, lässt sich Cazorra gut abmoosen oder schlecht abmoosen. Da haben wir mittlerweile bei den unterschiedlichsten Ahornen, ich kann hier oben mal eine Playlist einbinden, die ich alle abgemoost habe. Da merkt man ja, manche gehen gut, manche gehen nicht so gut. Und ich bin mal gespannt, wie das mit dem Kürzerer geht. Also würde ich sagen, baue ich das Set einmal um, hole euch ein bisschen näher ran und dann moosen wir den einmal ab. Also Palmatum Cazurra. Schön ausgetrieben. Sieht auch meinem eigentlichen Cazurra, den Doppelstamm, in allem sehr, sehr ähnlich. Also selbe Blattfarbe etc. Das kann ja immer mal irgendwie zur Verwechslung kommen. Deshalb ist es manchmal interessant, das auf jeden Fall doppelt so ein bisschen zu prüfen. Wie gesagt, der neuere Austrieb farblich kommt genau dahin. Die Zeichnung des Stammes und so, das passt alles. Hier wollten wir einen Einzelstamm rausmachen, weil ich habe ja noch keinen Einzelstamm und wollte ja an einem anderen nichts abmoosen, aber an dem anderen moose ich gerade ganz viel ab, aber das werdet ihr in einem anderen Video sehen oder gesehen haben. Da entsteht nämlich gerade schon der Klammstahl. Jetzt können wir uns hier in Ruhe darauf fokussieren, hier den Einzelstamm zu machen. Ich sehe auch schon eine schöne Verjüngung, wo wir das nachher reinbringen. Und jetzt stellt sich die ganze Zeit bei mir die Frage, wie moose ich den hier unten ab? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt gleich den Kragen von dem Pöttgen hier abschneiden werde, so tief, bis der eigentliche Wurzelansatz von ihm hier kommt.
so dass das hier kleiner wird. Dann nehme ich einen Teichpflanzkorb, setze den so in den Teichpflanzkorb ein, mache natürlich vorher hier irgendwo den Rindenschnitt und dann kommt der in den Teichpflanzkorb, dann kommt hier über das eigentliche Pöttchen irgendwie so eine Folie oder irgendwas, was ich gerade so zur Hand habe, irgendein Stück Plastik auf jeden Fall. Plastik hält sich immer gut. Mache ich dann hier drüber, so dass die Wurzeln nicht hier einwachsen können. Das ist nämlich bei den, ich sage jetzt mal Topf in Topfabmoosung immer das Blöde, wenn man das abmoost, dann können die Wurzeln hier reinpflanzen und nachher beim Trennen des Oberteils von dem Unterteil reißt man schon gerade die schönen neuen Wurzeln ab, weil die alle hier mit in den anderen Wurzeln stecken und das ist unglaublich mühsam, das auseinanderzufummeln. Deshalb denke ich, ist das die sauberste Lösung, wie ich das jetzt gerade einmal kurz vorgeschlagen hatte. Änderungen sind vorbehalten, aber ja, ich muss mal gucken. Ich habe hier gerade keinen Teichpflanzkorb stehen, nee, habe ich nicht, wegen den Höhen. Es geht halt nur von den Höhen aus. Vielleicht zur größten Not nehme ich auch ein anderes Plastikpöttchen, halt ein größeres, was dann auch dementsprechend höher ist. Lass es dann da reinwachsen. Und ja, ich bin schon am Überlegen, ob ich hier oben gleichzeitig noch parallel eine Pinchelabmoosung mache, weil diesen dicken Ast hier brauche ich natürlich auch nicht. Und die Abmoosung hier unten, die will ich definitiv bis nächstes Jahr dran lassen und den dann nächstes Jahr im Frühjahr da rausziehen und dann richtig eintopfen sozusagen. Also die bleibt über den Winter auf jeden Fall dran. Ja, deshalb müssen wir mal gucken, ob wir hier zwei Abmoosungen machen und ich hier direkt das Pinchen noch mitnehme. Sollte funktionieren, aber ja, das überlege ich jetzt gleich mal spontan. Pinchen habe ich zumindest genug. Und erstmal hier unten mich auf die Abmoosung konzentrieren und wenn ich dann noch Lust habe, dann baue ich hier oben auch nochmal schneller ein, weil hier ist ja viel Grünwasser, das sollte funktionieren. Dann habe ich halt ein Bäumchen mehr, was ich vielleicht mal irgendwann verlosen kann oder irgendwie sowas in der Form. Ja, also seid schon mal gespannt. Ich hole euch erstmal ein bisschen näher ran. Dann machen wir das mal einmal alles zusammen. Da ich euch natürlich keine Wurzeln zeigen kann, reden wir nochmal so im Herbst oder so, wie sich der Baum bis dahin entwickelt hat. Kann auch sein, dass alles anders kommt, der Baum A eingeht oder B es gut funktioniert hat und ich den schon dieses Jahr da raushole, was ich ja bezweifle, aber auch das lasse ich diesmal so ein bisschen offen. Also bleibt gespannt, kommt ein bisschen näher und viel Spaß. Palmatum Cazura und jetzt sogar wieder ein bisschen lebendiger. Wir haben schon das nächste Jahr, 2023, habe das mit durch den Winter genommen. Musste mir auch gerade noch mal so angucken, wie ich das so reingemacht habe, weil ich irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Aber ich sage jetzt mal, auf dem Weg zu meinem ersten Einzelstamm Cazura. Ja, und ich möchte jetzt einmal hier reingucken, hoffen, dass das mit den Wurzeln so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil letztes Jahr, als ich das so gemacht habe, danach auch das Laub, das war alles so ein bisschen angeschossen. Das heißt, das hat schon, das war ein Wirkungstreffer sozusagen. Und deshalb gehe ich einfach davon aus, dass sich da gute Wurzeln gebildet haben. Ja, aber um das genau zu sagen, würde ich sagen, sollten wir einfach mal reingucken. Ich gucke, dass ich hier so einen schönen Winkel finde, dass ihr das so live mit mir seht. Und dann gucken wir mal live zusammen, aber was ist live, aber ich zumindest live und in Ton und Bild mit euch da rein. Ja, und dann entweder Freude oder Trauer, das kann ich jetzt nicht sagen, aber Warum soll es nicht funktionieren? Also komm, wir legen los, gucken einmal rein und dann Freude auf meinen neuen Einzelstamm Cazura. So, ein bisschen mehr von oben. Ich würde sagen, wir gucken direkt rein, weil ich kann es kaum abwarten. Das sieht schon mal sehr gut aus, also gut, weil feucht. Ja. Dann können wir das ganze Ding erstmal rausheben. Ach, da waren Scherben drin. Ja, auf jeden Fall sieht man schon mal hier Außenwurzeln. Die müssen dann ja eigentlich vom Hauptstamm kommen, oder? Ein bisschen was von dem Swerfgrum noch retten. Jetzt bin ich
aber auch in gewisser Weise nervös, skeptisch und keine Ahnung was. Also sagen wir mal so, wir haben auf jeden Fall Wurzeln, aber nicht mal annähernd so viele, wie ich mir das vorgestellt hätte. Hier sieht man es ganz gut, also hier auf der Seite sind viele Wurzeln, aber hier vorne. Ja, mal irgendwie freilegen. Ist da was abgehauen in den Stamm rein? Das ist jetzt immer schwer zu beurteilen. Ja, war nicht, gehört nicht zu meinem besten Abmosen, das können wir schon mal sagen. Habe ich schon mal besser gemost. Aber egal, Wurzeln, also hier oben sind auf jeden Fall genug Wurzeln, die das Teil versorgen können. Abgetrennt wird er jetzt so oder so. Und weitermachen würde jetzt sowieso keinen Sinn mehr machen. Weil die restlichen Wurzeln schon so gut sind, dass die sowieso das Oberteil versorgen würden. Und er hier gar nicht mehr, ja, hier ist keine Wurzel. Ist egal, die werden wir auf jeden Fall dazu zaubern noch. In der Zukunft. Und jetzt trennen wir auch mal direkt das Teil. Hier ist zum Beispiel eine Wurzel in das Unterteil gewachsen. Folie trennen. So viel Spaß das auch macht, Abmosung anzubringen. Dieses Entfernen ist echt immer ein Krampf. So, haben wir das auch noch mitgerettet. Das Stück habe ich auch noch nie gemacht, aber ich lasse das mal einfach. Vielleicht gibt es ja hier so ein, wie heißt das, so ein Steckling. Ups. So. Ja, leider hier voll das Gap. Ja, okay. Auch cool, weil das soll zumindest meine Vorderseite sein. Das war so die Idee, die ich da so ein bisschen verfolgt habe. Ich mache das noch ein bisschen moosfreier. Euch das einmal zeigen kann. Ach, den Rest machen wir gleich im Zeitraffer, weil das dauert einfach zu lange. So, einmal hier oben, hier schön überall Wurzeln und hier ist natürlich total das Gap. Ein bisschen blöd gelaufen, aber der kommt jetzt in den Teigpflanzkorb. Ich werde trotzdem hier auch die Wurzeln so ein bisschen reduzieren und hier kommt noch so ein Stück Moos dran, dass es da halb feucht ist und es ist eine Jungpflanze, der macht da unten sowieso noch Wurzeln, bin ich mir sicher. Ja, und da arbeiten wir in Zukunft dran. Ist immer ein bisschen schade, ist immer, wäre schön natürlich bei einer Abmosung, wenn es sofort so wäre. Ist in diesem Fall nicht. Ja, ich würde sagen, jetzt kann ich die Kamera noch mal ein bisschen tiefer bauen, für euch einmal im Zeitraffer und wir sprechen uns nachher noch mal, im Outro. Bewerten das noch mal irgendwie und dann würde ich mal sagen, auf eine schöne Zukunft mit einem Katsura Einzelstamm. Irgendwem was auf, also außer dass hier einer der schönsten Solitär-Bonsais steht, die ihr jemals gesehen habt. Richtig, ich habe die Laubmasse gar nicht der Wurzelmasse angepasst. Ja, das ist so, wie lange ist das her, dass ich den hier reingesetzt habe? Jetzt so 3 bis 4 Wochen sogar. Ihm geht es hervorragend, er steht teilweise sogar in voller Sonne und krepelt nicht rum. Ich habe schon so ein paar Mal gedacht, oh, da muss er morgen mal ein paar Blätter abschneiden.
damit er die nicht von alleine reduziert. Aber bisher hat der Baum keine Maßnahmen getroffen. Ich habe keine Maßnahmen getroffen. Und ich sehe auch davon ab, weil ich denke, wenn er jetzt so lange damit klarkam, sollte die Wurzelmasse auf jeden Fall reichen, diese Grünmasse zu versorgen. Ob jetzt noch ein Zweitaustrieb folgt dieses Jahr, das ist natürlich eine andere Sache. Was dann hier so die Vorderansicht? Hier gibt es so viele Optionen in diesem Baum. Ich habe gerade auch schon wieder reingeguckt. Ja, aber Katsura ist angekommen. Und was wir auch gesehen haben, die Art, wie ich abgemoost habe über diesen Topf, hat nur auf einer Seite so ein bisschen Wurzeln gehabt. Das war nicht so ganz perfekt. Wir wollen einfach hoffen, dass sich das noch verbessert. Ich fange jetzt direkt hier nach ein neues Video an. Das geht dann über 2 Jahre und nach 2 Jahren werde ich den aus diesem Teichpflanzkorb rausnehmen. Und dann könnte man ja mal evaluieren, ob er noch so die eine oder andere Wurzel dazugepackt hat. Ja, ist zumindest bis jetzt mein erster Asa palmatum Katsura Einzelstamm in dem Fall. Beim Doppelstamm, das muss ich mal spoilern zum Zeitpunkt, es wird ein Wahnsinnsvideo, freut euch darauf. Dauert zwar noch ein bisschen, aber so viele Sachen dran gemacht und dieser Baum, gibt einem sehr viel zurück. Ich hoffe, dass ich, weiß nicht, sag mal in 10 Jahren auch so auf diesen Stand mit diesem Baum kommen werde. Wie gesagt, Bonsai ist ein langes Spiel. Ich spiele das Spiel aber gerne. Und wenn ihr das Spiel auch gerne spielt, dann spielt doch nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder mit mir Bonsai oder was ich auch immer so nennen darf. Ich bedanke mich heute fürs Einschalten. Bis nächste Woche Sonntag, 18 Uhr. Danke. Ciao.